Mit Geld aus schmutzigen Geschäften soll der Unternehmer Lars Windhorst Millionen in den Bundesliga-Verein Hertha BSC gepumpt haben. Das geht aus monatelangen Recherchen von Business Insider hervor. Der ehemalige Vorzeigejungunternehmer Windhorst soll mit seinen Firmen Gelder gewaschen haben. Geldgeber soll ein ehemaliger Topmanager aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sein. Der sitzt inzwischen wegen Korruption und Geldwäsche im Gefängnis. Abgewickelt haben sollen die zwielichtigen Geschäfte eine Schweizer Privatbank. Windhorst bestreitet jegliche Beziehungen zu diesem Mann. Und wir vertiefen das Thema. Bei uns im Studio ist Kajan Özgenc, stellvertretender Chefredakteur von Business Insider Deutschland. Schön, dass du da bist. Guten Abend. Hallo. Also im Detail, was sind die Ergebnisse eurer Recherchen? Also Windhorst ist natürlich eine spannende Unternehmerpersönlichkeit. Sehr schillernd, einst als Wunderkind gefeiert, dann abgestürzt, dann wieder zurückgekommen und natürlich sehr bekannt seit seinem Einstieg bei Hertha BSC. So, jetzt ist es so, dass man immer gefragt hat, woher kommen denn eigentlich die vielen Millionen, die bei Hertha investiert worden sind? Und wir haben jetzt anhand von internen Unterlagen rekonstruieren können, wie Gelder in die Unternehmensgruppe von Windhorst reingekommen ist. Man muss sagen, bei diesen ganzen Geldgeschäften ist es sehr kompliziert und es gibt keinen direkten Kontakt zwischen diesen Geldern und dann Hertha BSC, weil nämlich Herr Windhorst auch auf unsere Anfrage eher sparsam war. Aber die spannende Geschichte dabei ist, dass Geld aus kriminellen Geschäften in die Windhorst-Unternehmensgruppe reingekommen ist. Da spielt ein arabischer Geschäftsmann namens Kabaisi eine sehr wichtige Rolle. Und zwar hat er Gelder aus einem Staatsfonds in Malaysia über verschiedenste Umwege zu einer Schweizer Privatbank geschleust. Und von dort aus sind die Gelder dann, das ist alles sehr kompliziert, aber super spannend, von dort aus sind die Gelder dann in einen Fonds geflossen und dann wiederum in die Windhorst-Unternehmen. Windhorst, das muss man auch ganz klar sagen, behauptet über seinen Anwalt heute, wir haben ihn natürlich angefragt, dass er nicht wusste, dass diese Gelder aus kriminellen Geschäften kommen. Aber Fakt ist, dass es dort ein sehr großes Aktienkarussell, so wurde das genannt in einem internen Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG. Diesen Aktienkarussell ist es so gelaufen, dass diese Gelder an einem Tag hin und her gelaufen sind, überall auf der Welt, zwischen den Windhorst-Firmen, dem Fonds und der Bank. Und da stellt man sich natürlich die Frage, warum ist das so passiert? Herr Kajan, begründet das auch diesen Verdacht, die Mutmaßung, auch den Vorwurf, muss man sagen, Geldwäsche? Der Geldwäschevorwurf richtet sich nicht gegen Windhorst. Das muss man ganz klar sagen. Der Geldwäschevorwurf, vor allen Dingen gegen den arabischen Geschäftsmann, der sitzt nämlich mittlerweile im Knast in Abu Dhabi. Der ist verurteilt worden zu 15 Jahren wegen Korruption und Geldwäsche. Und Windhorst sagt, dass er nicht wusste, dass diese Gelder aus diesen kriminellen Geschäften kommen. Er ist davon ausgegangen, dass der Kubasi als seriöser Geschäftsmann aufgetreten ist und hat ihm dort vertraut und hat selber gesagt, dass er eine Art Opfer ist. Jetzt kann man von der Geschichte halten, was man will. Fakt ist, diese kriminellen Gelder sind reingeflossen in die Unternehmensgruppe. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, sind sie weiter zu Hertha geflossen? Das ist offenbar noch kein Rechercheergebnis. Lars Windhorst steht ja unter anderem offenbar in Verbindung mit der Insolvenz mehrerer Unternehmen. Was hat es damit auf sich? Er hat ja immer wieder Geldprobleme. Es gelingt ihm dann aber immer wieder im letzten Moment irgendwo Millionen aufzutreiben und diese Geldprobleme zu lösen. Es ist jetzt vor kurzem bekannt geworden, dass seine Firma in Holland in die Insolvenz gegangen ist. Das hat er dann aber gesagt, dass das jetzt wieder repariert worden ist. Das Problem bei Windhorst ist natürlich, dass er eigentlich sehr gerne ein seriöser Geschäftsmann sein möchte. Aber es kommt immer wieder zu solchen Geschichten, Skandale, Affären, in die er verstrickt ist, sodass natürlich dieser Ruf des Pleitiers ihn ein Stück bestimmt. Überhaupt Lars Windhorst und seine Affinität zur Hertha BSC, kann man das eigentlich erklären? Ja, Big City Club, das ist ja der große Traum. Klar, nur Fußball spielen können sie nicht. Gar nicht so richtig. Ich meine, man muss sich mal überlegen, 374 Millionen Euro sind da reingeflossen. Und Hertha BSC steht jetzt nicht gerade in der Tabelle ganz weit vorne. Morgen ist ja das große Derby im Pokal gegen Union Berlin. Das ist ja so ein bisschen das Duell der Systeme. Ost gegen West, Reich gegen den etwas ärmeren Club, der allerdings in der Tabelle weitaus
vorne liegt. Wie sucht der Verein sich denn eigentlich seine Investoren aus? Das ist die spannende Frage. Wir haben natürlich auch bei Hertha angefragt, was wussten sie von diesen Geldern, die aus kriminellen Geschäften kommen. Bisher hat Hertha sich dazu nicht erklärt. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Hertha sich das dazu erklären muss. Sie müssen es aufklären, weil der Profifußball insgesamt mittlerweile auch im Verdacht steht, für Geldwäscheoperationen zur Verfügung zu stehen. Es ist doch relativ einfach, da einzusteigen. Das sieht man jetzt an diesem Fall. Und mit möglicherweise inkriminierten Geldern dort aktiv zu werden. Und es gibt jetzt auch mittlerweile eine politische Initiative, die besagt, dass der Geldwäscheparagraf, das Gesetz, das für viele Unternehmen gilt, nun auch auf den Profifußball ausgeweitet werden soll. Wenn das alles so stimmt, wie wir gerade von dir gehört haben, über 300 Millionen, die da jetzt geflossen sind, was ist denn dann, wenn sich tatsächlich herausstellt, es ist so, wie recherchiert wurde, gewaschenes Geld, kriminelles Geld in solch einem Verein, was passiert denn dann? Also erstmal muss Hertha BSC den Fluss dieses Geldes aufklären. Sie müssen meiner Meinung nach von Windhorst verlangen, dass er ihnen ganz klar sagt, wo die Gelder herkommen. Aus diesen Unterlagen, die wir jetzt haben, gehen ja nur bestimmte Bereiche hervor. Und da ist natürlich ein Windhorst als Großinvestor in der Pflicht, dort die Aufklärung voranzutreiben. Und Hertha ist in der Pflicht, da wirklich Transparenz herzustellen. Spannende Geschichte. Karin Özgens war das stellvertretende Chefredakteur von Business Insider Deutschland. Danke für das Gespräch. Dankeschön. Danke für den Besuch.